heiße Paul Kaiser-Vohlwill und ich erzähle euch heute was über deutsche Weihnachten. In Deutschland ist der 24. Dezember sicher der wichtigste Feiertag im ganzen Jahr und Weihnachten das größte Fest. Was besonders ist, denke ich, ist, dass die 4 Wochen vorher in der Adventszeit schon zelebriert wird, jeden Sonntag, vor allem in den Sonntagen vor dem 24. Mit den verschiedenen, mit dem 1., 2., 3. und 4. Advent. Und die Tradition ist, dass die Familie zusammenkommt am Sonntag und jeweils eine Kerze anzündet. Und es wird schon geschmückt mit Tannenzweigen und Kekse werden gebacken und Kekse gegessen oder Christstollen und Lieder gesungen und Geschichten vorgelesen für die Kinder. Und das ist immer eine sehr gemütliche Zeit. Und am 24. Ist die Tradition natürlich, dass man einen Weihnachtsbaum hat, einen echten Weihnachtsbaum, eine Tanne und Kerzen. Und oft wird tagsüber, so kenne ich das, das Wohnzimmer mit dem Weihnachtsbaum abgeschlossen, sodass die Kinder nicht rein dürfen. Und abends sitzt man zusammen, die ganze Familie kommt zusammen und isst. Und zu essen gibt es bei vielen Familien Würstchen mit Kartoffelsalat, ist eine große Tradition. Ich kenne das persönlich nicht. In meiner Familie gibt es meistens Gänsebraten oder Ente, das ist auch traditionell. Und man trinkt Rotwein dazu oft oder auch Bier. Und danach gibt es die Bescherung nach dem Essen, vor allem für die Kinder natürlich interessant, die ins Wohnzimmer dürfen und sich wahrscheinlich schon den ganzen Tag gefreut haben auf Geschenke. Und viele Familien singen auch noch zusammen. Und natürlich gehen viele in die Kirche, entweder spät noch abends oder tagsüber und dann am 25. und am 26. an den anderen Feiertagen auch. Es ist nicht so unterschiedlich von den dänischen Weihnachten. Was ich nicht kenne oder vorher nicht kannte, ist, dass man um den Weihnachtsbaum tanzt. Das ist dänisch. Das gefällt mir auch gut. In Dänemark ist es auch sehr gemütlich, genau wie in Deutschland eigentlich, die ganze Weihnachtszeit. Und ich mag dänische Weihnachten sehr gern, seit ich hier bin. Auch das Essen gefällt mir sehr gut. Und vor allem Rugbrød, also das Brot mit Hering und Schnaps und Bier, habe ich auch lieben gelernt. Ja. Das ist sehr schön. Ja, das war's. Vielen Dank und frohe Weihnachten!